Hi und herzlich willkommen zum Thema die virtuelle Kaffeepause. Warum immer nur die Videofunktion starten, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen gibt? FaceTime und Co. lässt sich nämlich auch für den Kaffee zwischendurch super gut nutzen. Und das ist jetzt gerade enorm wichtig. Auf diese Weise können wir nämlich mit unseren Kollegen, die alle vom Homeoffice aus arbeiten, gut in Kontakt bleiben. Und da passiert das Gleiche wie in der Büroküche. Hier wird eben nicht nur über die Arbeit gesprochen. Und wenn doch, können es vielleicht sogar die 5 Minuten sein, die man gebraucht hat, um die Arbeit in einem anderen Licht zu sehen. Gerade jetzt im Homeoffice bleibt man noch einfach sitzen und grübelt ergebnislos vor sich hin. Und gerade da ist der virtuelle Plausch am Kaffeeautomaten doch genau das Richtige. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Es gibt verschiedene Tools, mit denen du das eben realisieren kannst. Egal ob jetzt FaceTime oder Skype oder Microsoft Teams. Wenn du wissen möchtest, wie die einzelnen Medien funktionieren, dann verlinke ja gerne in den Kommentaren und dann kriegen wir da bestimmt auch ein Video noch zu hin. Und Ausreden wie der andere muss sich melden, zählt ja nicht. Oh, Moment mal. Oh, hi, Oliver. Ah ja, Annika, hast du unsere Kaffeepause vergessen? Nein, Quatsch, hier. Prost! Wie war eigentlich dein Office-Training letzte Woche?